jetzt erstmal Tonic. Ist eigentlich vor dem Haus hier auch ein Schild? Hier steht weniger ein Schild, sondern... Oder halt irgendwas irgendwo. Also da steht kein Schild, sondern da hängt ein Schild und da steht groß drauf Maguita Dojo. Okay. Ist eigentlich hier in der Nähe, also wenn ich mich so umschaue, ist irgendjemand in der Nähe? Wenn du dich umschaust, siehst du, dass hinten zu dem Turm immer wieder mal ein paar Leute langlaufen. Du hast gerade eben noch jemanden gesehen, der von dem Lager mit einem Karren wegläuft, also halt weggeht und irgendwas transportiert in Kisten. Aber sonst ist gerade keiner da, nein. Nee, das geht auch nicht. Boah, ich überlege gerade was. Ich versuche hier gerade hart zu strategizen. Ich weiß nicht, was du meinst, aber ist okay. Ja, ich überlege halt, komm mal, ich habe doch einen Stift bei mir. Und vor dem Lagerhaus ist so ein Schild, auf dem was draufsteht. Ja. Ich überlege, ob ich halt irgendwie schlau hinkriege, ohne dass mich irgendjemand dabei sieht. Bedenke, du hast keinen Filz, du hast einen Kuli. Nicht mal so richtig für ein Tippex Oldschool. Nein, du hast einen Kuli. Ja, mit einem Kuli kann man trotzdem schreiben. Ja, aber es sind Holzschilder. Ja, und? Gut, ich wollte es nur sagen, die Schrift ist halt so schwarz schön dick, als wäre es mit einem Filz, mit so einem richtig dicken Edding gemalt, draufgeschrieben. Ja gut, dann macht vielleicht auch nicht so viel Sinn. Ja, ich mach mich auch langsam mal auf den Weg dahin. Sonst hätte ich gesagt, Tipp vom GM, such dir einen Zettel, damit kannst du mehr ausrichten mit dem Kuli. Ja, ich such dir einen Zettel, Ja, ich such mir hier jetzt mal einen Zettel, guck auf den Boden, na, guck mal, Zettel. Ja, du weißt, was ich meine. Ey, wenn du hohes Perception hast und kritisch, dann viel Erfolg. Ja, nee, lieber nicht. Ich mach mir auf dem Weg Richtung Marktplatz. Ich lauf halt hier dran vorbei, weil da ist der kürzere Weg so. Eigentlich nicht, aber... Warte, wo läufst du dran? Wo läufst du lang? Einfach hier so dran vorbei und dann hier rein. Ja, du läufst doch dran vorbei, ja, guckst du dich um? Jo, oder läufst du einfach... Ja, du siehst halt, wie gesagt, zu deiner Rechten halt diese schöne Palisade. Scheint einmal rumzugehen. Zu deiner Linken siehst du halt ein paar Pokémon. Und da ist halt eine große... Es sieht halt aus wie so eine große Parkanlage. Parkanlage? Also wenn du halt nach links guckst, dann siehst du... dann siehst du halt... ja, halt eine Wiese, halt ein paar Bäume und so weiter. Also... ein paar Kieswege, ein paar Schilder rumstehen, das sieht nach einer schönen Parkanlage aus. Und da sind noch ein paar Pokémon. Wenn du hier auf dem Weg bist, siehst du einen Wegweiser stehen und sonst siehst du halt, wenn du halt reingehst zu dieser großen Gebiet, steht dort halt, wie nennt man das? Wie bitte? Marktplatz. Ich sag einfach Versammlungszentrum. So. Sounds good. So. Also. Was steht denn auf dem Wegweiser drauf? Auf dem Wegweiser, da sind viele Schilder dran. Untereinander geschichtet in die verschiedensten Regionen. Und da stehen, so wie es aussieht, Pokémon-Typen drauf. Pokémon-Typen. Da stehen Pokémon-Typen drauf. Du kannst normal lesen, du kannst Psycho lesen, du kannst. Da stehen da alle drauf, oder? Ich meine, ich kenne jetzt vielleicht nicht unbedingt alle, aber. Da alles drauf, was ich so kenne. Da stehen tatsächlich alle drauf, ja. Cool. Da stehen alle Pokémon-Typen drauf. Und alle deuten irgendwie mal in die gleiche Richtung, mal in eine andere Richtung. Ja, da können wir schön zusammen hingehen, glaube ich. Ich gehe vielleicht mal zu dem Wasser und guck mir das ein bisschen an. So.
Gut. Ja, du läufst halt über diesen, ja, größeren Platz. Siehst halt immer wieder mal ein paar Pokémon. Ja, du siehst halt, ja, wie gesagt, siehst halt ein paar Pokémon, sonst. Ja, scheinen halt alle irgendwie ein Ziel zu haben, sondern, und. Warte, wer hat da was. Alex! Mach's weg! Das hast du aber früh gemerkt. Ja, das habe ich jetzt erst gemerkt. Ich weiß nicht, was du meinst. Mach's weg. ja, du siehst halt ein paar Pokémon, scheinen allen ihren Aktivitäten hier vorzugehen. Sind nicht so viele, ist halt nicht wirklich viel gefüllt. Ja, wenn du weitergehst, läufst halt ein paar Bäume vorbei, die Schatten spenden. Vor dir ist ein ziemlich hoher Brunnen. Ein paar Bänke stehen. Haben wir schon mal gesehen. Genau, habt ihr ja schon mal gesehen. Und ein paar Bänke stehen dort rum zum Hinsetzen. Ja, und oben scheint halt ein Carpador drin zu liegen. Platscher. Nee, es scheint gerade irgendwie dort oben drin zu liegen. Und nevermind. Okay. Ja, sich auszuruhen oder vielleicht sogar zu schlafen. Das ist aber da oben noch rum. Es liegt einfach dort oben und bewegt sich nicht. Punkt. Jo, ich stehe da jetzt noch ein bisschen rum. Jo, du lässt es auf dich wirken. Jo. Ich hab sehr viel gemacht jetzt. Halt echt. Gut, was machen die anderen? Ich stehe ungläubig da und denke, wow, endlich wieder? ich würde jetzt auch gerne mal mit den zwei Kakleons? Kakleons. Selbe Sache. sprechen und ich würde gerne wissen, hier Jungs, Rucksäcke für normale Pokémon, Costa Quanta und habt ihr Rauch? Und wenn ja, wie viel kostet normaler Rauch mit ohne alles? Ja, das Kecleon, das Grüne, sagt, ja, wir haben alles und schiebt, so wie es aussieht, Tim gerade so ein bisschen zur Seite. Tim weiß ganz genau, was gemeint ist und Tim verschwindet wieder. Hinten ein Riesenlager. Und wie bei Dr. Who, von innen ist es größer als von außen. Absolut. So kommt euch der Turm zumindest vor. Ja, und er kommt dann wieder mit einem Rucksack. Ja, stinkt nochmal, also, ja, warte kurz. Willst du mir schnell meinen Rucksack anziehen? Sorry. Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Kann mir jemand helfen? Ich hatte gefragt nach Rucksack und Rauch. Er kam gerade mit einem stinknormalen Rucksack wieder, hattest du angefangen. Genau, er kommt mit einem stinknormalen Rucksack wieder, wenn du dir den anguckst. Ja, stell dir halt einen Wanderrucksack vor. Ist halt ein Rucksack. Ist halt ein Rucksack aus Leder. So. Und er kommt mit einer kleinen. Mann! Toni böse, Toni mag mich. Ja, wenn man halt sagt, dass man heute nicht mehr gestört werden möchte und dann. Ihr sollt doch nicht beim Zimmersaugen stören. Okay. Ja, und er kommt halt mit so einer kleinen. Naja, es sieht aus wie so eine Box, so eine runde Box. Da sind oben ein paar Löcher drin und da scheint ein Griff dran zu sein. Ja, schaut halt grau aus und. Ja. Genau. Das Kecleon, also hier, warte. Jim sagt, danke Tim. Und Tim sagt, bitte Jim. Jesus Christ. Und Jim zeigt dir den Rucksack. Hier, gute Arbeit, gut verarbeitet, gleicher Preis wie anderer Rucksack. Original. Beste Qualität. Und Tim sagt,
und normaler Rauch, hier ganz normaler Rauch, bitteschön, zusammen. Er holt einen kleinen Taschenrechner vor. er holt einen kleinen Taschenrechner vor und sagt, zusammen. Hier. Ach so, es öffnet sich dein Taschenrechner nicht? Nein, er sagt zusammen 500. Zusammen 500? Ja. Rauch mehrmals benutzbar, dreimal, genau. Er ist dreimal benutzbar. Okay. Das ist ein gutes Angebot. Was meint ihr zwei? Ich halte es so wie mein stellastiger Kollege hier. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft öfter kommen zum Shoppen. Gerade mit mir, ich habe da so ein leichtes Problem mit Rauch und so. Also ich komme hier wahrscheinlich öfter. Können wir da einen Deal aushandeln? Was für ein Deal, Rolf, willst du? Einen katzigen Freundschaftsdiscount? Für Dauerkunden? Dauerkunden? Ja, demnächst. Demnächst, ich sehe dich gerade zum ersten Mal. Okay, ja. Stammkunden. Was denkst du? Ja, ich höre. Das andere Kekleon sagt, ja, ich höre. Ich muss einen Preisvorschlag machen. Okay, jetzt habe ich das auch kapiert. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Also, ich wurde jetzt von dem Uri Keller Kadabra mit 500 Münzen ausgestattet. Ich hätte aber gerne noch irgendwie 50 Münzen oder 100 Münzen übrig, für den Fall, dass irgendwas ist. Wenn ihr mir also einen Discount gibt von 50 oder 100 Pokédollar, dann könnten wir, glaube ich, ganz gut ins Geschäft kommen. Outgame. Bringst du noch mehr Argumente oder war es das? Das wär's für mich erstmal. Dann würfel bitte auftreten. In your face. Auftreten. Ich lasse bei Verhandlungen immer auftreten würfeln. Nice. Ja. Nur auftreten? Nein, auftreten und das halt, was drüber ist. Alles klar. Also das zählt immer. Das zählt immer drüber. Also wenn ich sage auftreten, dann nimm das drüber mit. Ich brauche mehr Punkte. Das ist halt die Überkategorie. Nein, ich meine grundsätzlich nur auftreten und keine anderen Eigenschaften. Weil ich habe nämlich schon einen Plan aufgebaut. Oh nee. Tonic, was, ja. Was, wenn ich jetzt auftreten würfeln würde? Tonic! Tonic, nein. Einfach nein. Okay, Alex. Also ich habe eine 4 und eine 3, also ein Fail, ein Nicht. Ein Win. Mal den 0. Also das Kecklion sagt dir, 100 Nachlass ist eindeutig zu viel. Das geht nicht, weil nein. Wir müssen auch leben, wir sind auch nur Händler und auch wenn du Stammkunde wirst, muss es uns erst beweisen. Also 100 geht wirklich nicht. Das andere Kecklion kommt, aber 50 geht bestimmt, oder? Jim sagt wieder, ja, 50 können wir machen und der reicht dir die Hand. Gut, dann machen wir 50. Dann kriegt ihr 450 Pokédollar von mir und ich einen Rucksack und einen Rauch. Deal. Hat sich gerade so angehört, als würden sie vorschlagen, den für 50 zu verkaufen. Ich weiß, genau so sollte es auch klingen. Okay. Fuck. Die Kecleons sind teilweise ein bisschen verplant. Kenn ich. Hättest du einfach nur sagen müssen, okay, 50, hier, bitteschön. Das hätte ich von vorhin genau erwartet. Gut, dann schreibt ihr das auf. Das Problem ist, ich kann nicht verhandeln. Ich weiß, du kannst halt echt nicht verhandeln. Absolut nicht. Aber es macht Sinn, dass du kein Auftreten hast. Okay. So, ihr seid fertig mit deinen Verhandlungen. Ja. Korrekt. Ganz kurz, kann ich, während Krian jetzt verhandelt, ich gehe mal davon aus, das wird er tun, kann mir in der Zeit Alex mein Geschirr anlegen? Frag Alex. Okay, also grundsätzlich wäre es möglich, deswegen Alex, kannst du das währenddessen machen. Ja, ich wäre dafür zu haben. Ich würde dir dann durchaus helfen. Ja, er dreht dich halt so ein bisschen zur Seite und dann macht er halt das Geschirr um. Gut, perfekt, alles gut. Der Rucksack ist jetzt schön fest dran. So,
Macht Knospi irgendwas? Ja, Tim, Jim, ich brauche auch was. Guck mal, ich bin so klein und ich kann solche großen Rucksäcke gar nicht tragen. Habt ihr vielleicht so eine wandernde Kiste, die mir hinterherlaufen kann? Ich hätte gerade was an... Warte. Eine wandernde Kiste? Jim überlegt so... Eine wandernde Kiste? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben Stelzen. Ja, das bringt mir ja nichts. Halt. Also er unterbricht dich dann, bevor du überhaupt was sagst. Halt, nee, das klappt nicht. Ich würde dem Knospi anbieten, ab und zu für ihn Dinge zu tragen. Knospi, Bruder, ich kann für dich ab und zu was mitnehmen. Das ist sehr nett, aber ich bin ja trotzdem klein und will ja auch irgendwas machen können. Er sagt einen Moment und er schickt wieder Jim nach hinten. Jim sagt einen Moment, schiebt seinen Bruder rüber und flüstert ihm irgendwas ins Ohr und er ist kurz weg. Ja, er lächelt euch zu. Übrigens, ich lächle zurück. Ja, in der Zeit sagt er, Dankeschön, dass ihr überhaupt was bei uns kauft. Dankeschön. Warum sollten wir das nicht tun, Bruder? Ja, die Konkurrenz ist eh nicht groß, also. Ich muss dem Stream gerade mal was zeigen. Ich bin dafür gerade mal, dass wir das Knuddelluff in ein Pummeluff umtransformieren. Oh Gott, warum? Weil wir dann... Moment, ich muss erst den Desktop dafür anzeigen. Ich kann es halt nicht sehen, aber ist okay. Kann ich hier irgendwie was sharen? Nein. Gut, dann schicke ich es per Discord. Okay. Wir brauchen definitiv das als Avatar dann für das Viech. Wow. Ja, schick's. Du musst es dem Chat auch noch kurz zeigen. Aber nein, es ist ein Knuddelluff. Tut mir leid. Oh. Es ist ein Knuddelluff. Punkt. So, nach einer Weile, kommt Tim wieder und der GM hat vergessen, was er mitbringen sollte. Nein, er hat es er weiß es. Okay. Tim kommt wieder. Es sieht irgendwie aus wie Plateauschuhe. Es sind so Schuhe mit extra hohen Absätzen. Also, sind die beleuchtet? Sind die RGB? Die sind nicht beleuchtet. Sonst kriegt ihr einen Speed-Bonus. Das sind so ganz normale Holzschuhe. Holzschuhe auch noch. Also, ich kann euch das anbieten, aber ich glaube, mehr haben wir gerade nicht. Müssten wir erst mal gucken. Wir haben ein recht großes Lager. Ich muss mir jetzt gerade so holländische Clocks aus Holz machen. Ja, ich habe mir die auch gerade vor dem Kopf. Wenn ich die tragen würde, würde ich doch da ankommen und alle würden mich rauchen, weil ich denke, ich bin Holländer. Nee, aber Plateauschuhe bringen mir ja nichts, weil ich bin immer noch zu klein, um die zu tragen. Dann will ich lieber doch nichts. Trotzdem danke, ihr zwei. Habt ihr ein Jetpack im Angebot? Sie würden dir passen, so wie es aussieht. Ja gut, aber da bin ich immer noch... So gemacht. Ja, dann trage ich sie, aber ich bin immer noch zu klein und zu schwach, um einen Rucksack zu tragen. Das ändert ja nichts dran. Ja, das stimmt, aber du wärst größer. Ja, dafür, das ist mir egal. Aus dem Grund wollte ich ja wann eine Kiste haben, die mir hinterherläuft. Gut, ja, dann haben die Keckli uns was falsch verstanden. Alles gut. Ja, dann sage ich das nochmal. Ja, aber ich bin ja so klein und kann das ja dann auch nicht tragen, weil ich immer noch so schwächlich bin. Deswegen brauche ich ja eine Kiste, die hinter mir herläuft. Oder irgendwas anderes. Automatisch laufende. Steroide. Mir folgende. Nicht Steroide-Yogi. Sonderbonbons heißt das hier. Zum Beispiel eine Truhe, die läuft. Kiste, die läuft. Ein Rucksack, der läuft. Ein Pack. Pokémon. Er legt die Plateauschuhe wieder weg und deutet auf die Schildkröte. Er läuft und hat eine Tasche. Bruder, ich bin doch nicht so gut. Tut mir leid, wir können da nicht helfen. Nein, wir können da nicht helfen, wir haben nichts. Kannst ja morgen noch mal kommen, vielleicht haben wir da was. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht versuche ich es morgen dann nochmal. Trotzdem danke. Please come again. Ich wollte gerade sagen, kein Problem. Willst du noch was anderes, oder? Nee, danke. Ich bin jetzt eigentlich einfach traurig nach dem Rollbrett und fragen. Will raus. Gut. Kekleons bedanken sich ganz, ganz herzlich, verbeugen sich beide und
Tim geht an euch vorbei und stellt sich in den anderen Laden. Okay.